Meine Lieben, seid gegrüßt. Heute präsentiere ich euch einfach mal den Digest-Movie von Shenmue 2. Wenn ihr bei Shenmue 2 die Xbox-Version vor 20 Jahren gespielt habt, also die deutlich später kam als die Dreamcast-Version, dann hat man für diejenigen, die Shenmue 1 mitnichten sahen, diesen kleinen Digest-Movie reingepackt, so heißt das Ding, um die Leute so ein bisschen mit der Geschichte vertraut zu machen. Und dieses im Hauptmenü, entschuldigt das Gewackel, ich halte das Handy in der Hand, dieses im Hauptmenü anwählbare Filmchen, das möchte ich euch jetzt auf YouTube stellen. Zuvor jedoch, hier ist der Phoenix Mirror, auch die Vorschau von Shenmue 2 mit dem Gedicht von Shenhua. Und den Worten am Berggipfel. 1999 und 2001, das sind die originalen Erscheinungszeitpunkte der beiden Werke. Ich mach's ein bisschen lauter. Der Fernseher ist dabei, sich zu verabschieden, also entschuldigt das Geflimmer. Das macht's aber nur noch authentischer, weil dann kommt's einem vor wie eine 25 Jahre alte Röhrenfernseherfahrung. He shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out, and we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch black night, a morning star shall glisten. And now. So, also das ist das Einführungswerk von Shenmue 2. Der Vogel erflöge dir zartfühlend entgegen und vermag Erhabenheit auszustrahlen, der man kaum zur Ehre gereichen kann, also einfach zauberhaft. Schöne Landkarte im Hintergrunde. Sagt auch guten Tag zu Britney Spears. So. Okay, jetzt drücken wir mal auf Start. Genau, hier habt ihr das Hauptmenü von Shenmue 2. Hier kann man sich auch die Fotos ansehen, die geschossen wurden. Aber damit wir das überhaupt hier in der Zeit schaffen, ich will euch ja jetzt diesen sogenannten Digest-Movie zeigen. Also hier sind die Fotos. 126 Fotos könnt ihr machen in diesem Spiel. Ist natürlich nach heutigen Speichergewohnheiten eine ganze Menge, dass es nicht ist. Aber für damalige Verhältnisse war das eine schöne Photo-Collection. So, und jetzt den Shenmue 1 Movie. Es gibt natürlich noch einen viel längeren, nämlich Shenmue the Movie. Das hier ist wirklich eine ganz kurze Fassung. Jetzt kann ich es auch mehr ranzoomen, weil wir haben jetzt einen kleinen Bildschirm. Father! Stay back, Ryo. Where is the mirror? The mirror. I've no intention of telling. Der Phönixspiegel. Von Shenmue 3 gab es auch so eine Collector's Edition für die Was ist PS4 mit so einem Phoenix Mirror dabei. Friends, those you love, close to you.
No. Father! No! Ines-san ist das. Bion-san, where are you going? Das ist Fuku-san. You're not going after them. Please, don't. Look what they did to Hanzuki-sensei. Bondo-san. They killed my father. James Bond. Right in front of me. I will have my revenge. Did you see Wir sind Hario. In black suits? No, I didn't. She said it was a big black car. Also das war die niedliche Spielgrafik von 1999. Was damals sehr gut war. Ich mag auch dieses Verwaschene. If only we knew someone who reads Chinese. Also hier kommen jetzt auch ein paar, ich will nicht sagen langweilige Passagen, aber wenn man es nicht kennt, wenn man jetzt nicht in dem Spiel die ganze Zeit selber rumläuft und diese Faszination erforscht, sondern es einfach neutral sieht, dann ist es einfach nur ein Tourist in Anführungsstrichen, auch wenn er wirklich dort wohnt, der da umherirrt und Fragen stellt. Aber wenn man es wirklich spielt und die ganzen faszinationsdurchtränkten Abläufe kennt, mit Nozomi und allen Charakteren und dieser Suche und diesem Wegpfad, dann ist jeder Gang zum nächsten Örtlichkeitspunkt ein kleines eigenes Abenteuer. Zhu and your father brought back a certain mirror from China. Ja, das ist Master Chen. Das Landi. It was stolen. Yes, the man who killed my father, Landi. An organization called Qi Yo Meng. Its leader goes by that name. What does this mean? Please tell me, why my father? I don't know if this will help or not. Azuki-sensei went so fürsorglich, ne? To have something stored for him. He'd asked me to polish and look after it for him. Was only one mirror stolen? Huh? I'm asking if only one mirror was stolen. Yes, made of stone, a dragon design. If so, das spielt so schön in der Weihnachtszeit von 1986. A mythical bird of Chinese legend that guards human life. That mirror? My house? Perhaps. Find it, and then we'll talk. Got it! It's called the Phoenix Mirror. In China, the Phoenix is the legendary bird of fortune. What a marvelous stone Phoenix Mirror. I think perhaps this type of precious stone is only found in the Guilin region. Considering the legend associated with this mirror, undoubtedly there's a connection. You'd best be careful. This may have something to do with your father's unfortunate death. This is an ominous feel. Ein bisschen James Bond Dekoration. Liebesgrüß aus Moskau, das Telespiel. Jetzt noch mehr Bond. Hey, cut it out! I should take this mirror to Master Chen. It appears Lan Di will try to make use of both mirrors. If he finds that mirror. Huh? What? Das ist die seltsamste Gestalt. Hui Chang! Oh! Hazuki! Push that button! Füllen wir mal kurz zu Brittany. Ist das nicht ein engelsgleiches Antlitz? Und hier ist das Haus Anubis. Then where did he go? Hatte vor ein paar Tagen 14. Geburtstag. Hong Kong. Hong Kong? Und hier ist Ian Fleming. And then I must avenge my father's murder. It's urgent. I must get to Hong Kong. Und die Reise nach Hongkong ist geprägt von einem epischen
main theme. Ticket, did you? But you are not going to Hong Kong. Do you work for Landy? Jetzt kommt der schöne Weihnachtsschnee und wir holen Nozomi von den Entführern. So you know about Landy. Just who the hell is he? Quit lying! Who's that skinhead? I don't know for sure, but I think he's connected to the Mad Angels. Mad Angels? Where are they? I can't tell. They'll kill me. You're intent on going to Hong Kong, right? Yeah. Guizang. Even knowing that you may die. I want to fight you. How are the Mad Angels and Chi Yuming connected? Da gibt's auch diesen epischen 70-Mann-Kampf. Wait! I don't know if he's Chi Yuming, but there's some Chinese big shot leaving here. Ich finde auch diesen Bilderrahmen schön, den sie hier genommen haben, um das Bild reinzukriegen. Still around here. Where's the long jaw? I don't know. I'll break your arm. But I don't know, I swear. Only the boss of the Mad Angels knows. Who is An der Seite läuft der Film auch ab, merkt ihr das? Terry? Your father would not also Splitscreen-Geschichten erinnern ja gleich an Brian De Palma. The Mad Angels are after you. Beware. Shenmue erschien am 29. Dezember 99, nur 6 Tage nach dem Meisterwerk D2. D2 ebenfalls für Dreamcast, ebenfalls ein Winterwerk. Der Schnee von Kanada. Hallo? Herr Shenmue löset Heimatgefühle tatsächlich aus. Man wird so vertraut mit den Umgebungsörtlichkeiten. Nozomi. Okay, jetzt gehen wir einfach mal in diese Falle. Don't you dare touch her. Thanks. Hier durfte man im Spiel Motorrad fahren, im Anspielungskosmos darauf, dass ja auch Yu Suzuki, der Schöpfer, in den 80er Jahren so ein Motorradspiel erschaffen hat. You're Terry. You're also the one trying to give information about the long job. You're either real brave or you're real stupid. I'm taking Nozomi home. Sure, you can. But it's gonna cost you. What? My deal is, you gotta beat up Jin's son. Make it so he can't walk. Guizong? As long as Jin's around, we won't be able to gain total control of the Hong Kong route. Das ist wirklich ein wunderschöner Bilderrahmen. Und auch diese Shenmue-Schrift right. darüber. Bill, don't! But one more condition. You take me to Land D. What do you say? So, jetzt wird das Licht ein bisschen greller. Pardon. Well, there's more to school for than meets the eye. It's the eye. You take me to Land D. Then it's a deal. Fine by me. Also, ich meine, die Grafik ist 24 Jahre alt. Dafür ist das ja durchaus mehr als tolerabel. Thanks. For saving me. Und Nozomi hat so einen schönen Weihnachtspullover immer an. But I won't let this go. Jetzt kommt das schöne Liebeslied aus Japan. Nozomi? No. Sorry. So amorös. Sanftmütig, zartfühlend. Poetisch. Leider erwidert er ihre Gefühle nicht im ausreichenden Maße und wirkt erschreckend desinteressiert bisweilen.
Ich meine, sie macht ja sehr deutliche Avancen im Laufe des Spiels. Wer das gespielt hat, der wird mehr beipflichten können. What? Aber er hat eben What nur seine Mission about? Im Kopf, ein Soldat der Rache sozusagen. Ryo Hazuki, der Mann seiner Mission. Ein Mann seines Wortes. Also er ist einerseits ein interessanter Charakter, aber im Amorösen leider zu zurückhaltend. Egal, ob es jetzt um Joy im zweiten Teil geht, oder um Shenhua, oder hier um Nozomi. Oder auch Li Shao Tao ist er entzückend. Aber er verliebt sich einfach nicht. Aber gut, er hat ja auch noch viel Zeit. Er ist 17 Jahre alt, das ist extrem jung. Vielleicht wird er ja die richtige Nozomi 10 Jahre später finden oder 15. Wenn Ryo Hazuki auf die 30 zugeht. Ich kenne Shenmue durch meinen 96er-Jahrgang gar nicht vom Erscheinungszeitpunkt her, sondern im Januar 2008 lief Game One Folge 52 die 20 besten Spiele aller Zeiten. Und so wurde ich Anfang 2008 instant zum Shenmue-Oberfan. Erwartet aber bitte nicht ein GTA im 80er-Jahre Japan. Es ist zwar Open World, aber es ist ein gänzlich anderer Charakter. Sogleich, sodann kommt unsere geliebte Main-Theme-Melodie. Die sie uns trüge. Ja, jetzt halte ich mal die Klappe und mach's lauter. Oh, ja. Here, it's for you. Books, sir. Take care. Come back in one piece. In one piece, even Japan. We are a piece of art. We're both leaving Japan. Sie hat so eine gefühlvolle Stimme, die Nozomi. Den Namen kann man nur schwärmend stöhnen, einfach zartfühlend. Guckt euch das Gewand vom Lan Di an. Wirklich liebevoll und kreativ gemacht. Ein Mammut- und Lebenswerk im Magnum Opus Lifestyle des Yu Suzuki. Also da hat er wirklich mit Shenmue und Shenmue 2 finde ich ja noch besser, hat er wirklich ein tolles Werk vollbracht, das sich mitnichten in Worte kleiden und fassen lässt. Meine lieben Freunde, also das war jetzt dieses viertelstündige Filmchen. Digest Movie. Ich drücke bei 20 ab, dass ich euch das auch auf YouTube laden kann. Aber beim Shots Viewer kann man hier nochmal ein bisschen sehen mit den Fotoleinchen, die ich schoss. Wie die Umgebungsörtlichkeiten aussehen. Also zum Beispiel hier in der Nähe von den Scarlet Hills. Auch alles so schön in diesem Neon 80er Jahre rosa Stich, der ja in GTA Vice City noch extremer auf die Spitze getrieben worden ist. Oder auch hier. Das sind so die Umgebungen, durch die man erläuflicht in Shenmue. Und deswegen hier filme ich euch auch nochmal auf das Plattenmaterial. Ja. Und hier.
Also die Xbox-Version, die bekommt ihr günstig und ich sage merci.